Hallo und herzlich willkommen zu Börse Live. Bei mir ist Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Hallo, schön, dass Hallo, Sie da sind. sehr Wir gerne. möchten über Immobilienwerte heute reden, über Immobilienaktien. Und da Genau. fangen wir doch mal mit der Deutsche Annington an. Ja. Da gab es ja jetzt zuletzt die Nachricht, dass sie Gagfa übernehmen will. Ja. Deutsche Annington hat da so ein bisschen drunter gelitten, die Aktie. Was meinen Sie? Können Sie uns noch mal kurz diesen Effekt erklären? Ja, wir sehen, dass dieser Effekt aber sehr kurzfristig war. Wir sind nach dem Übernahmeangebot, man bietet ja 18 Euro je GAGFAH-Aktie in Cash und in eigenen Aktien. Und da ist auch der Punkt, in eigenen Aktien, man wird etwas mehr als 80 Millionen neue Aktien ausgeben, wenn das Gebot erfolgreich ist. Wann ist es erfolgreich? Es ist erfolgreich, wenn 50% der GAGFAH-Aktien angedient werden, dann wird eben diese Übernahme oder ja, diese Übernahme amtlich. Durch die gestiegene Aktienanzahl reduziert sich natürlich der Gewinn je Aktie, der Net Asset Value je Aktie und deswegen dieser kleine Dip. Aber man sieht, es ist schon wieder aufgeholt, dieser Rückgang, weil man eben das Potenzial sieht, den diese Fusion hat. Also den Jahreschart haben wir von der Deutschen Annington. Hier haben wir nochmal den Dreijahreschart. Genau, also der Dreijahreschart geht noch nicht ganz, weil Nicht richtig. die Aktie noch Stimmt. nicht so lange an der Börse ist. Das sieht man einfach, ja, wie Immobilienaktien im Allgemeinen laufen. Die Unternehmen profitieren natürlich von dem sehr niedrigen Umfeld. Die Nachfrage nach Immobilien ist sehr groß, weil man eben sagt, bei diesen niedrigen Zinsen muss ich mir eine Immobilie anschaffen. Das ist einmal auf der Privatebene, sage ich mal, im Bereich der institutionellen Investoren wie Versorgungskassen, Pensionskassen. Die sind natürlich auch auf der Suche nach Renditen. Und was bleibt? Staatsanleihen eher nicht, Unternehmensanleihen eher mit Risiko behaftet. Da bleiben für viele eben nur die Immobilien. Natürlich gehen aufgrund der Preissteigerungen und auch aufgrund der hohen Nachfrage hier auch die Renditen zurück, keine Frage, aber sie sind immer noch deutlich höher als jetzt eben bei festverzinslichen Wertpapieren und das beflügelt natürlich den ganzen Markt. Und diese Niedrigzinsphase haben wir eben jetzt schon länger und entsprechend geht es auch mit den Aktien nach oben. Was jetzt die Deutsche Annington nochmal betrifft, ich denke, dass diese Fusion sehr sinnvoll ist. Man wird mit 350.000 Wohnungen der größte Player am deutschen Immobilienmarkt, also noch vor Deutsche Wohnen. Und man schafft sich hier ein enormes Synergiepotenzial. Das heißt, in der Bewirtschaftung der Immobilien kann man hier doch deutliche Einsparungen erzielen. Man rechnet selbst mit rund 84 Millionen Euro pro Jahr. Da habe ich aber auch schon wieder gelesen von Analystenseite, dass die sehr konservativ angesetzt ist. Und ja, also ich denke mal, dass die Deutsche Annington auch ein Kandidat für den DAX wird, aufgrund der Größe, die sie einnehmen wird. Und dann ja, ist das nochmal ein Schub für die Aktie. Also ich denke mal, mittelfristig kann die Aktie durchaus noch in den Bereich von 30 Euro durchaus steigen. 30 Euro, okay. Da ist ja dann noch Luft nach oben. Genau, Ja, sehr gut. genau. Dann schauen wir mal auf Gagfa, das Unternehmen, das dann übernommen werden würde. Genau. Und Gagfa hat ja deutlich profitiert, was wir hier jetzt nochmal schön sehen können, zu Recht. ja, also 18 Euro war oder ist der Kaufpreis. Sprich, wir bewegen uns hier darauf zu. Hier kam die Meldung eben rein, dass Deutsche Annington übernehmen will. Entsprechend, das ist ganz normaler Kursanstieg eben aufgrund der Meldung. Man sieht, dass bei Gagfa, vielleicht können wir gleich auf den Dreijahreschart Ja, gehen. gerne. Gagfa war immer ein bisschen im Verruf, nichts für den Bestand zu tun, sehr wenig zu investieren, dass Probleme mit den Mietern gab. Aber seitdem ein neuer Vorstand den Vorsitz hat, der US-Investor Fortress nicht mehr an Bord ist, der das Unternehmen mehr oder weniger ausgebeutet hat, sich immer wieder hohe Dividenden hat ausschütten lassen. Die Zeiten sind vorbei. Man hat die Dividende ja auf null, also komplett gestrichen. Und um eben in den Bestand zu investieren, und das sieht man die Erfolge. Die Mieten gehen hoch. Der Substanzwert des Unternehmens wird sukzessive hochgeschrieben. Und da hat natürlich jetzt auch Deutsche Annington gesagt,
dieses Momentum wollen wir nutzen, die gemeinsame Stärke wollen wir nutzen. Und ich kann mir vorstellen, dass GACFA auch noch weitergeht, weil Deutsche Ennington will 50% Minimum. Ich denke mal, diese Schwelle werden sie überschreiten, aber es bleibt ja dann immer noch ein Anteil, der an der Börse notiert. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch die übernommene GACFA durchaus noch Potenzial hat. Zwar nicht so viel wie die Deutsche Ennington, aber ich sag mal, so 19, 20 könnten auch hier drin sein. Dann kommen wir mal zu Deutsche Euroshop. Das Unternehmen investiert ja vor allem in Shopping Center. Ja, hauptsächlich. Genau, jetzt würde mich erstmal zu dem Geschäftsfeld interessieren. Ist das sehr riskant? Ist das sehr ertragsreich gleichzeitig dann auch? Wie schätzen Sie das ein? Also Shopping Center gehören ja zu den Gewerbeimmobilien. Das sagt man ja immer, ist konjunktursensibel. Man hat jetzt gesehen, in den letzten Monaten war die Aktie nicht ganz so steil gelaufen wie jetzt eben die Konkurrenz. Das liegt natürlich an dem Thema Gewerbe etwas, aber die Deutsche Euroshop schafft es, diese Shoppingcenter erfolgreich zu betreiben. Die Leerstandsquote liegt bei unter 1%, also quasi null. Es ist ein sehr stabiles Geschäft. Natürlich investiert man immer wieder in neue Shoppingcenter. Man trennt sich auch mal von einem Center. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr defensives Geschäftsmodell, entsprechend auch langweilig ist die Aktie, wenn man vielleicht noch auf den 3-Jahres-Chart blickt. Die Story ist aber bei der Deutschen Euroshop, es wird regelmäßig eine Dividende um die 4% ausgeschüttet, also die war 2013 teilweise 5%. Man hat sie jetzt wieder erhöht auf 1,30 Euro pro Aktie, das sind also wieder rund 4%. Und das lieben die Investoren sehr. Man sieht auch die geringe Schwankungsbreite der Deutschen Euroshop. Also sehr, sehr stabil in einem engen Rahmen. Und das lieben Value-Investoren. Geringe Volatilität. Die brauchen nicht mal so sehr die starken Kurssteigerungen. Die wollen die Dividenden und eine sehr niedrige Volatilität des Investments. Und deswegen ist die Deutsche Euroshop auch so beliebt. Wie gesagt, man hat die Dividende jetzt angepasst. Man wird seine Ziele für 2015, hat man zwar ein bisschen den Ausblick nicht ganz so euphorisch gestaltet, aber das spielt bei der Aktie eher eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist, dass die stabile Dividende bezahlt wird. Und solange das der Fall ist, sind die Langfristinvestoren damit glücklich. Kommen wir mal zu Patrizia Immobilien. Ja. Da würde mich jetzt Ihre Einschätzung interessieren. Ist das noch ein Kauf oder eher ein Halten? Also Patrizia ist, ja, man sieht es, gigantisch gelaufen für einen Immobilienkonzern. Es ist ja nicht der klassische Bestandshalter von Wohn- oder Gewerbeimmobilien. Patrizia ist ja mittlerweile mehr ein Vermögensverwalter für Sparkassen, für Pensionskassen, für Altersvorsorgeunternehmen. Das heißt, das Unternehmen managt die Immobilien für eben diese großen institutionellen Investoren. Es sind mittlerweile 14 Milliarden Euro an Wert, dass das Unternehmen betreut und teilweise auch als Co-Investor tätig ist, aber immer nur einen kleinen Stake von solchen großen Immobilienblöcken kauft. Den Rest wird in einen Fonds gesteckt und den dann eben die großen Institutionellen eben befüllen. Und ja, das macht das Unternehmen erfolgreich. Früher war es ein Händler, man hatte auch noch Restbestände von früher. Die werden sukzessive verkauft, sollen bis Ende nächsten Jahres dann alle Wohnbestände, die aufs eigene Buch laufen, eben verkauft sein. Also das Unternehmen, das Geschäftsmodell ist schlüssig, es ist erfolgreich. Ob man jetzt bei 12,50 nach diesem starken Move einsteigen sollte, würde ich eher nicht tun. Ich würde versuchen, hier in diesem Bereich von 11,30, 11,20, dass es vielleicht hier nochmal zurückkommt, vielleicht ja auch nochmal in den Bereich von 11 Euro. Hier würde ich zugreifen, bei 12,50 wäre es mir eigentlich schon zu heiß gelaufen. Lieber eben, man sieht es auch im Langfristchart, die Aktie hat sich verdreifacht. Also es ist fundamental gerechtfertigt, aber ich würde sagen, um ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis hätte ich hier in dem Bereich von 11 Euro. So, dann kommen wir zu Deutsche Wohnen. Ja, genau. Das Unternehmen war ja sehr erfolgreich in letzter Zeit. Gute Zahlen haben Sie auch vorgelegt. Ja.
Jetzt würde mich mal interessieren, wenn Deutsche Annington GAG übernimmt, dann wäre ja ein neues Schwergewicht auch auf dem Markt. Wie würde sich das für Deutsche Wohnen dann auswirken? Ja, Deutsche Wohnen war bis dato eben das größte Unternehmen nach der Übernahme von GSW Immobilien. Auch hier sieht man, dass sich diese Übernahme durchaus bezahlt gemacht hat. Das Gleiche gilt wie für Annington und GAGFA, dass man eben hier massiv Synergiepotenziale hebt. Natürlich ist der Move hier von 16 auf 19 Euro sehr imposant und schreit quasi nach einer Konsolidierung. Also die Analysten sagen 19 bis 21 Euro, so, da liegen so die Kursziele. Das ist auch für uns ein sehr realistisches Szenario auf Sicht von einem halben Jahr, sage ich mal. Meine Strategie wäre jetzt, auf eine Konsolidierung eben zu setzen. Hier haben wir wunderbar zwei Unterstützungen. Einmal hier knapp unter 18, einmal hier. Ich würde sagen, in diesem Bereich sollte die Aktie hier dann nochmal hinkommen, kann man auch hier zuschlagen. Immobilien bleiben attraktiv. Natürlich ist das Upside-Potenzial nicht mehr so gigantisch wie jetzt noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Eher gering, zwischen 10-15% traue ich der Branche noch zu, also im Schnitt bei den großen Aktien. Deswegen lieber mal noch eine Konsolidierung abwarten, um eben vielleicht dann 20-25% Chance zu haben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Bergmann, dass Sie hier waren, und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß jetzt im weiteren DRF-Programm.